Hallo bei einer neuen Runde Dime Painting Unboxing. Action vom Action Brass Sachen. Leider gab es die Sachen nicht, die ich haben wollte. Aber da werde ich die Tage auf jeden Fall gucken. Es ist jetzt nicht nur rein Dime Painting, es ist jetzt auch was mit Malen zu tun. Da habe ich einmal so ein, ich mache es gleich mal auf. Drei Dinger da am Seil, wo man ausmalen kann. Es ist fast so wie mal nach zwei. Muss nur mal kurz aufmachen. Sehr gut, das habe ich heute gesehen. Ich fand das voll niedlich. Es gab noch ein anderes Motiv, ja. Aber ich mag Faultiere, ich finde die so niedlich. Fand ihr das eigentlich total süß? Hier hinten ist es Farben. Das ist so wie Wasserfarbe ist das. Sie gibt es das. Ich dachte auch, das wäre sowas wie Malachzahlen, aber das sind hier so, ne? Du hast hier so drei süße Faultiere. Ich finde die voll niedlich. Das werde ich wahrscheinlich auch mal in einem Video machen. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt echt gedacht, das ist Malachzahlen, beziehungsweise so eine Farbe. Ich wusste jetzt nicht, dass es das hier ist. Ach, wie heißt das jetzt? Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde es so, gut, dann natürlich Diamond Painting Bilder. Da habe ich mir 5 Stück mitgenommen, aber es gab halt nicht die, was ich eigentlich wollte. Deswegen habe ich mir die gekauft. Die haben jetzt halt ein Bild, ich glaube 1,72 gekostet. Da habe ich einmal hier Mr. Hanky mit Brille und Blumenband. Gucken, was drin ist. Einmal das Bild natürlich. Toolkit. Total ausreichender normaler Stift, Platte Wachs und Schiffchen. Und das sind damit Strasssteine. Ja. Mal jetzt fallen wir mal raus. Und dann so schöne. Ja, ihr seht es hier. Aber ich möchte Tage auf jeden Fall noch mal zum Action. Ich möchte diese anderen Bilder, was da gibt's. Aber die haben sie halt noch nicht. Und die gab es jetzt hier auch schon nicht bei uns. Gab es zwei, drei Stück, aber die hatten mir nicht gefallen gehabt. Und heute haben sie mal wenigstens mehr Auswahl gehabt. Ich meine, für 1,72. Was soll man das sagen? Hier hinten wird es auch gut erklärt nochmal, alles dabei ist und wie es halt geht. Ne? Das ist das Erste. Dann das Zweite, das fand ich ja so ultra süß. Das Lama mit der Brille, das finde ich so niedlich. Das hatten sie letztes Mal zum Beispiel nicht gehabt. Mache ich natürlich auch auf und zeige ich euch. Na, natürlich. Mein Gott. Einmal der schöne Lama. Dann natürlich wie beim anderen auch Toolkit. Und wieder total schöne Strasssteine, total schöne pinke Rosa. Was die jetzt für eine Größe haben, das kann ich euch gar nicht sagen. Das steht gar nicht da. Ich denke mal, das waren so 15 x 5, 20 x 20 irgendwie sowas sein.
Vielleicht auch 30 mal 30, das steht aber hier nirgends. Ja, das dritte ist der coole Smiley. Na. Also, die mit dem Kleber überall, das ist der Wahnsinn. Das ist der coole mit der Sonnenbrille. Auch hier wieder Toolkit, das ist immer das gleiche Toolkit. Und auch hier wieder mit pinken Steinchen. Und hier ist es schon blau. Das sind halt alles, wie gesagt, Strasssteine. Deswegen finde ich diese Bilder auch total niedlich. Weil ich habe ja schon ein paar davon gemacht. Und das glänzt halt wirklich schön. Schöner als hier diese normalen Runden. So. Dann kommt der vorletzte. Das ist hier so ein Smiley mit Herz in den Augen, der lacht. Heult lacht. So. Ja, jetzt habe ich das Ganze abgemacht. Sieht so aus. Also an sich auch, ihr seht ja auch die Leinwand. Und sich eigentlich für 1,72 Euro, Leute, ihr könnt da echt nichts sagen. Die ist top. Aber hier der Lachende. Natürlich wieder das Standard-Toolkit. Und dann so schöne Farben. Das kommt irgendwie blau rüber, wobei das eigentlich grün ist. Und dann kommt der letzte jetzt. Ich habe da von jeder Sorte eins mitgenommen. Und der letzte ist eins, was ich ja auch mag. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Einhörner mag. Das ist halt einfach so. Und das ist das süße Einhorn. Das finde ich aber auch total niedlich. Und natürlich auch wieder mit Toolkit. Und total schöne Farben. Und auch hier seht ihr ja, ist die Leinwand eigentlich top. Kann man gar nichts sagen. Ja, da gibt es jetzt, hat ihr neue, ich glaube neue 5 oder 6 Bilder bei Action. Ich glaube, die sind 40x60. Kosten 4,99. Da möchte ich auf jeden Fall mir welche noch holen. Heute, wie gesagt, gab es da echt keine mehr. Aber auf jeden Fall schaue ich, dass ich davon auch welche herkriege, weil ich die schön finde. Das sind jetzt erstmal die, was es schon lange gibt. Die gibt es jetzt erstmal bei uns, beziehungsweise wurde da aufgefüllt. Und hier habe ich ja echt gedacht, es ist sowas wie Malnachzahlen, bis ich gesehen habe. Das ist hier so ein Farbkasten. Wasser halt malen muss. Nee, ja. Egal, ich werde es auf jeden Fall natürlich mit euch auch machen. Ich finde das einfach mega süß. Und das war es eigentlich. Das war dieses Mini-Unboxing-Haul von Action. Auf jeden Fall wird ja auf jeden Fall nochmal was kommen. Ich wünsche euch eigentlich einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.